das Baldur's Gate. Hier sind wir wieder. Und von dem Baldur's Gate haben wir immer noch nichts gesehen. Wir sind hier in irgendwelchen unterirdischen Höhlen. Unter dem Druidenhain haben wir so ein paar, feindliche Goblins gekillt. Obwohl wir jemanden dabei hatten, der uns eigentlich hätte helfen können. Was ist das denn hier unten alles? Denkt immer, man könnte hier alle möglichen Sachen finden. So, jetzt sind wir hier mit unserem Kollegen Astarion. Dann will ich hier nochmal ein bisschen das hier alles erkunden. Könntest du zum Beispiel hier hoch? Hier scheint noch was zu sein. Kommt die hier hin? Wir könnten... Haben wir immer noch den Rundenmodus an? Kann ich nicht hoch? Ah, kann ich springen? Zu hoch. Ah, Mist. Okay, da muss ich wohl doch so einen Umweg machen. Ah, nee, diese Rune müssen wir noch benutzen. Sonst werden wir noch gegrillt hier von diesen Wächtern. Einen haben wir zwar ausgeschaltet. Aber hier sind, glaube ich, noch welche aktiv. How about this? Die Rune der Eule. So, die haben wir. Den haben wir deaktiviert. Sehr schön. Der hat uns sonst ein Garaus gemacht, vermute ich mal. Was ist hier alles dunkel? Was ist. Hier ist ja noch eine Truhe, okay. Oh dear. Oh, oh, da hat jemand eine Falle für uns aufgestellt. Oh. Hm. Eine Falle, hm. Die kann er nicht deaktivieren? Dann versuchen wir es mal zu öffnen. Trotz allem. Oh, 15. Das ist gar nicht so wenig. Puh, mal gucken. Wir haben ja allerdings die Handschuhe oder Macht. Die geben uns plus 1. Geschicklichkeit sollte auch gut sein. Also versuchen wir es. Es sei denn, wir würfeln jetzt 1. Dann sieht es natürlich kacke aus. Aber 7. So, dann müssen wir jetzt alles in die Waagschale werfen hier. Puh. Das ist aber echt knapp. Geöffnet. Aber wir müssen jetzt die Falle entschärfen. Oh, das gibt's ja echt nicht. Wir können die auch nicht aufheben, da zu schwer. Das ist ja ein Mist. Großartig. Jetzt können wir mit dieser dämlichen Truhe hier nichts anfangen. Weil wir die nicht entschärfen können. Jo. Großartig. Hier. Oha. Hm. Interessant. Das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Diebeswerkzeug können wir auch sehr gut gebrauchen. Nix ist nix. Und das können wir natürlich nehmen. Okay, das nehmen wir auch gerne mit. Da ist nix drin. Was ist das hier? Ach, das solltest du gar nicht erschießen, du Trottel. Okay, aber ist egal. On my way. Komm, Moment. Wie kommen wir jetzt dahin? Ja, darüber, okay. Ist hier auch noch irgendwas? Hier ist eine Türe, eine Steintür. Oh, okay. Wo sind wir denn jetzt? Aber wir sind mit rausgegangen, habe ich gar nicht gesehen. Aber ich glaube, mit der Kamera ein bisschen schwierig. Die ist oft ein bisschen nervig. So. Ah, schon wieder. Dieses scheiß Zahnrad-Symbol. Bist du da ein bisschen zu nah dran? So. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Oh. Hier ist eine Falle. Oh, hier ist Gift ausgelöst. Ah, ich glaube, wir hauen besser mal ab hier. Das ist schlecht. Weil ich die blöde Truhe nicht aufkriegen.
Und wir haben kein verdammtes Fallenentschärfer. Großartig, großartig. Sind wir hier unten in dieser dämlichen Höhle und haben kein Werkzeug. Also im Grunde völlig sinnlos. Naja, okay. Dieses Werkzeug. Ja, wir haben nichts dementsprechend. Das braucht sie eigentlich nicht. Ich muss sagen. Hat sie das? Nehmen wir das mal hier. Falls wir ihn verlieren sollten, haben wir zumindest noch einen. Sie hat ja auch hohe Geschicklichkeit. Aber ja. Super, ey. Mächtiges Elkan-Kultivierung. Das kann doch eher sehr gut gebrauchen. Ja, ein Seil bringt uns hier auch nicht weiter. Im Grunde müssen wir zurück uns jetzt Werkzeug kaufen. Weil ich vermute mal, dass da wirklich was Wertvolles drin ist, wenn sie das so verschließen hier. Was Blödes. Und hier kommen wir dann wahrscheinlich raus und kommen nicht mehr zurück, vermute ich. Oh, wir können aber auch nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen. So ein Mist, ey. So ein Mist. Was ist denn das für eine dämliche Falle? Sind nicht Fässer in der Nähe? Wieso kann ich diese dämliche Falle nicht entschärfen? Mein Gott. Dass man dafür extra Werkzeug braucht. Zum Passfinder ein bisschen einfacher. Da braucht man nicht ein extra Werkzeug für jedes Ding hier. Wenn du einmal Fallen schärfen gelernt hast, dann machst du das eben. Das ging alles resistent, das Scheißding. Oh. Ja, wann komme ich denn hier nochmal hin zurück? Na, gucken wir mal, was hier jetzt ist. Goblin-Spuren. Wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Das ist Maragdhain. Da müssen wir hin. Uff. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen zurück und holen den Rest von den Kameraden. Ach, scheiße mit dieser Truhe, aber was sollen wir machen? Was sollen wir machen? So, kommt, Kinder, auf geht's, weiter. Stay low. Ich habe mir eine Klerikerin, könnten wir jetzt nochmal eine Gruppenheilung machen, aber gut. Eager for battle. Ja, das ist auch Blödsinn. Die können sich nur selber heilen. So, gehen wir mal raus. Ah, dachte schon, ich komme hier nie mehr raus. Tut gut, wieder frei zu sein. Echt? Ihr habt was versprochen, schon vergessen? Ich spreche nie ein Versprechen, wenn nichts dabei rausspringt.
Ich stelle euch meinen Stamm vor und lege ein gutes Wort ein. Wir sehen uns im Lager. Okay. Gehen wir mal hinterher, oder? Oh, enough waiting. I crave blood. Was ist denn hier? Sind das die da mit Typen? You're going to be all... People up ahead. Something's wrong. He's so pale. Stop it. Huh? You're a true soul. Ihr seid eine wahre Seele. Ihr könnt nicht sterben. Bitte bleibt bei uns. Stay with us. Wer sind die jetzt wieder? Ich glaube, er ist bewusstlos. Ed, hört ihr uns? Can you hear us, Ed? You, not a step. Hier, keinen Schritt weiter. Auf ihrer Haut glüht ein seltsames Symbol. Bei diesem Anblick regt sich etwas in dir. Jetzt haben wir ausgerechnet sie. Heilkunde, echt. Deine Wunden sehen tief aus. Ich kann vielleicht helfen. Mit 10. Naja, kann man mal versuchen. Oh, nee, ist das ein... Ich habe aber auch Glück. Danke. Nee. Brother, your sword. Moment! Der Verletzte begegnet deinem Blick. Du spürst ein vertrautes Zappeln im Kopf. Euer Bewusstsein vermischt sich. Du siehst deinen Geschwister Andrik im Brunner. Neue Rekruten, die unterstellt. Der war ein Kommandant oder sowas? Schützt sie. Sie ist eine wahre Seele. Hört auf sie. Sie wird sie. Mind. She will. She. Edwin! Ed! Please! He's with the absolute. Er ist jetzt bei der Absoluten. Ihr seid eine wahre Seele. Edwin, unser Bruder. Er war auserwählt. Edwin, wie ihr. He was chosen. Eine wahre Seele? Like meint ihr mit Leuten mit der Larve im Kopf? Habt ihr Befehle für uns? Wir unterstanden Edwin. Sagen wir jetzt mal, was hier eigentlich los ist. Was ist eurem Bruder denn genau zugestoßen? Wir haben Flüchtlinge gesucht, Überlebende von dem Schiff, das westlich von hier abgestürzt ist. Stattdessen hat Edwin einen Eulenbär angefunden, einen wütenden. Oh oh. Wir konnten ihn wegzerren, aber die Klaue der Bestie hatten ihr Werk bereits getan. Ich habe Edwin gesagt, er soll von der Höhle wegbleiben. Sie war voller Eulenbärenspuren. Das war ziemlich dumm. Eulenbären sind die gefährlichsten Tiere, die es hier gibt. Wahre Seele, was soll das heißen? Was? Stellt ihr uns auf die Probe? Eine wahre Seele, so wie ihr eine seid, wurde von der Absoluten auserwählt. Ihr sprecht mit ihrer Stimme. Ihre Worte sind ihr Befehl. Sie gewähren euch die Macht, ihren Willen zu wirken. Und wenn die Zeit kommt, werden die wahren Seelen, also ihr, herrschen. Oh, ich mag's. Die zwei. Laute Eifer und kein Hirn. Ja. Ich habe diesen Absturz überlebt, also habt ihr mich gefunden. Ihr! Brenner! Töte sie! Okay, das war schon die falsche Antwort. Ich dachte, die sind netter zu uns, aber gut. Oh, kritischer Fehlschlag? Im Ernst jetzt? Das war eine Eins. Kommen wir an die noch ran? So, die haben aus dem Gleichgewicht gebracht. Rettungswurf gelungen. Echt jetzt? So, ein paar Ohrfeigen gehen immer. ja, also die Prügelei von ihr ist schon manchmal ganz lustig. Ja, dann stehen wir hier natürlich ein bisschen ungünstig, aber mit denen müssten wir eigentlich drankommen.
Der ist eigentlich so gut wie tot. Okay. Unleash me. Naja. Bringt das noch was bei dem hier? Nee, komm. Ich glaube, wir bleiben einfach hier stehen. Der Magier bringt uns hier nicht viel. So, erledigt. Interessant. Ein Kettenpanzer. Ja, noch mal was zum Verkaufen. Eine seltsame Kraft bestürmt den Leichnam. Sie ruft nach dir. Hä? Deine Glieder bewegen sich von selbst. Hier ist irgendwas von Wert. Etwas, wonach dein Geist sich sehnt. Warum die Erinnerung des Wirts verschwinden? Die Larve hat alles absorbiert. Ihre Erfahrungen können dich nähren, dich stärken. Wir sind ein Halbling, wir sind neugierig und machen manchmal dumme Dinge. Lasse dich von deinem Körper leiten. Grüße den Einfluss der Larve. Mal sehen, was passiert. Autsch! Igitt. Na gut, das habe ich jetzt noch in meinen Träumen. Was macht sie denn jetzt? Nicht das, was ich denke? Okay. Schade, die steckt sie sich jetzt in die Nase oder was? Okay. Das war jetzt interessant. Finde ein Heilmittel. Diese Dinger verlassen den Wirt. Das ist ekelhaft. Wir haben einen Gedankenschinder-Parasiten bekommen. Ekelhaft, aber okay. Interessant. Wo sind wir jetzt? Kann ich denn irgendwas machen? Ich kann nicht verzehren. What? Igitt. Zum Glück hat man direkt eine Fiole dabei. Diese lebendige Larve hängt in trüben Schleim, die natürlich aus fremdem Gehirn ist und sieht aus wie eine grässliche Wandte der Nacktschnecke. Allerdings soll gestopft und überzogen den Überresten von Hirnflüssigkeit. Eine schöne Beschreibung. Was passiert denn, wenn wir die essen? Du kannst doch keine editieren, sondern konsumieren deinen Traumbesuchern von. Wir können die also essen und aufnehmen. Wir kriegen dafür aber noch irgendwann eine Info im Traum. Ja, das ist so. Okay. Interessant. Wenn wir also so einen Typen, der auch eine Larve im Kopf hat, killen, können wir die ihm rausnehmen und verzehren. Das ist ja widerlich. Okay, interessant aber. So, jetzt ist die Frage, wo ist diese komische Sache jetzt hingelaufen? Wo sind wir jetzt hier, sag mal? Hier ist eine Brücke oder sowas. Das ist hier unten. Reste vom Elitidenschiff. Von welcher Höhle haben die eigentlich gesprochen? Wo ist diese Sasa eigentlich jetzt hingelaufen? Hier sind Blutspuren. Hier ist sowas wie eine Höhle. Ja, okay. On my way. Ich mache mal eine kurze Rast. Ja, ist nicht verfügbar. Die haben es schon gemacht. Okay, eine lange will ich jetzt aber nicht machen. Kommt man da runter? Das sieht mir noch sehr nach einer Höhle aus hier. Ah, hier kann man hin, oder? Kommt man hier rüber? Nee. Soll ich da unten lang? Kann man hier über diesen Fluss hüpfen?
Ah, könnt doch. Ja, gucken wir mal. Gibt mir mal verschiedene Wege, ob wir hier drüber können. Ach, man kann einfach durchlatschen. Na gut, das hätte ich mir auch sparen können dann. Oh. Heute mehr an Spuren. Oh shit. Die kommen auch rüber. Okay. Und soll wahrscheinlich auch hier hin. Gibt nämlich sehr viele Möglichkeiten. Oha. Eulenbären. Die sind natürlich. Also. Sehr starke, mächtige Kreaturen. Bei ein paar Feinde haben die mich schon oft aufgemischt. Aber gut. Gucken wir mal, was passiert. Ausnahmsweise speichern wir mal dazwischen. The Purifier to our heads. His magic will quell the parasite in an instant. Aha. Was hat er gesagt? Sagt man, Azel, wenn ihr von Läuterung in der Krippe redet, was heißt das eigentlich? Fragte Gael. Und Azel sagt, ein Gustil, was immer das ist, wird uns den Zeitisk, was immer das ist, den Läuterer am Kopf befestigen. Seine Magie zerstört den Parasiten im Handumdrehen. Ja, was ist mit unserem Kopf? Diese Frage hat sie uns jetzt nicht beantwortet. Das sollte man beachten. Dieser Frage hat sie nicht beantwortet. Wer kann denn am besten mit Tieren umgehen? Weil das könnte heikel werden hier. Eigentlich nur sie, von ihrem Hintergrund her, mit Überlebenskunst. Ja, hier hätten wir. Ja, ich hätte vielleicht doch Schattenherz mitnehmen sollen, statt die Gith. Die hätte uns nochmal einen schönen Boost geben können. Gael kann uns eigentlich so gar nichts geben, habe ich das Gefühl. Was hat er noch? Er hat die Magierrüstung noch an. Ja, aber er hatte eigentlich noch alles, bis auf das. Ja, aber nichts, was uns boost hier, unsere Gruppe. Tierkadaver. Er hat die beste Wahrnehmung. Sie hat aber nichts gesehen. Okay, gehen wir mal rein. In die Höhle des Löwen, des Säulenbären. Okay. Wir brauchten die Vasen, naja. Another step forward. Ich sollte noch mal alleine weiter. Es könnte sein, dass die uns nur in Probleme reinschlittern lassen. Da liegt ein ausgeweideter Goblin. Yummy, yummy. Okay. Oha. Das war mal ein ehemaliger Tempel oder sowas. Wahrscheinlich von der Mondgöttin. Wenn das Licht hier so durchfällt, Licht, Mondgöttin, das ist so ihre Sache. Oh, wo ist denn der Eulenbär? Also die muss ich nicht unbedingt begegnen, aber kommt man denn hier runter? Man kann hier runterklettern, okay. Aber das wäre eigentlich zu einfach. Gucken wir mal, wenn wir ein bisschen vorgehen. Das Stench. Dead Owlbear prey, no doubt. Und schwerer. Was will ich damit? Okay, das Gold braucht er eh nicht mehr. Es scheint aber niemand zu sein bisher.
Hübscher Wasserfall. Oh, hier ist ein Eulenbärennest. Hier ist ein Ei. Oh. Die sind ziemlich wertvoll, die Dinger. Aber möchte ich jetzt unbedingt nicht anfassen, muss ich sagen. Sonst habe ich nämlich den Eulenbären am Hals. Und die sind ganz schön unfreundlich. Vor allem, wenn es um ihre Eier geht. Ah, hier mal ein Fluss oder was? Kommen wir da hin? Hübsche Aussicht hier. Sieht ja wie ein gemachtes Essen hier aus. Oh, hier sind Schätze. Das ist aber sehr verlockend, dass das hier so liegt. Das finde ich ein bisschen verdächtig. Das ist ja wie, komm her und schnappst dir und dann kriegst du einen drauf. Oh, da hinten die Eulenbären. Da ist er ja, knuffig. Das ist aber ein kleiner Eulenbär, oder? Der müsste normal so größer sein als ich als Halbling. Da ist er. Oh, fuck. Da können wir mal passieren, testen, was passiert. Ich speichere mal. Ich bin kein Freund von Speichern und immer wieder laden, aber ich möchte gerne mal ausprobieren, ob wir mit Maggie und mit Tieren hier können oder ob der uns gleich den Kopf abreißt. Du spürst das Beben seiner schweren Tritte, bevor du ihn siehst. Ein Eulenbär, der seinen Schnabel aus der Finsternis steckt. Wow. Oh shit. Da kommt man sich als Halbling nochmal dreimal kleiner vor. Wir haben ja mit Tieren umgehen. Oh Gott sei Dank, ey. Die sollen die Brust rausdrücken und brüllen? Ja, das ist... Oh shit, ein 15. Das ist schwer. Wir würfeln jetzt wahrscheinlich... What? Ein kritischer Erfolg? Entschuldigung. Also, Alter. Was ist das, eine perfekte 20? And see an owlbear ein Eulenbärenjunges. Oh, wie süß. Wenn wir angreifen, sind wir tot. Knuffig, okay. Du willst ihm nichts Böses. Der Eulenbär starrt, dann saugt er scharf deinen Geruch ein. Er setzt sich hin, behält dich aber im Auge. Ein schweigendes Ultimatum. Du kannst jetzt verschwinden oder dich nähern und sterben. Schön, aber verletzt zu sein. Oh Gott, okay. Ich will mich mit dem nicht anlegen. Oh, 91? Oh, ist verstört, okay. Anscheinend ist er von den Goblins belästigt worden und ist ein bisschen aufgeregt. Hier hat er ja auch schon einen erledigt. Okay, dann kümmern wir uns vielleicht mal hier um die Schätze. Ist vielleicht besser. Und wir gehen dabei auch dem Eulenbären aus dem Weg. Mit dem lege ich mich nicht an. Warum auch? Solange er mir nichts tut, tue ich ihm auch nichts. Würde ich mal sagen. Kommen wir da runter, ohne uns den Hals zu brechen. Gut. Halblinge sind ja überlebensfähig. Aber oh! Okay, wir haben einige Würfel nicht geschafft. Dann müssen wir mal gucken, ob wir den Rest der Truppe vielleicht doch hier runterkriegen. So, Jungs und Mädels, mal runter mit euch. Ich brauche mal ein paar Leute, die was wissen. Und vielleicht auch eine Falle entdecken, weil da ist Maggie leider zu dumm für. Oh. Er hat den Schwierigkeitsgrad 15, er hat eine 6 gewürfelt. Lezelle 3, leck mir eine Tesch. Oh, ey. Ja, das hätte ich auch so geschafft. Ja, die sind zu nichts Nutze, die Jungs hier, aber... Noch ein Schrein für einen Gott. 7. Naja, okay. Dann wissen wir halt. Aber es wird wahrscheinlich Silune sein. Der Silun.
Ist dahinter noch was? Komm mal dahin. Die Truhe wurde magisch versiegelt. Und zwar geschickt. 15. Okay, der hat zumindest das mit seiner Magie hingekriegt, rauszufinden. Eine 17 gewürfelt, dass diese Truhe magisch verändert wurde. Keep your blade close. Haben wir hier noch irgendwas? What's that? Ein selonitischer Gebetszettel. Also doch, Selun, die Göttin des Lichts, des Mondlichts. Ein Gebet, das Selun gewidmet ist und alle darum bittet, die Segen der Mondmeind anzunehmen und an ihre Großzügigkeit teilzuhaben. A prayer to dear old Saluna. Adorable. Dann nehmen wir das mal mit. So, haben wir sonst noch irgendwas? Ja, die Alt-Taste hilft hier meistens auch nicht. Hier haben wir noch was Schönes. Ein Buch. Staubige Foliant über den Konflikt zwischen den Schwestergöttinnen Selun und Shah, nachdem Selun die Sonne entzündet und mit Licht und Wärme Leben im Universum möglich gemacht hat. Da sind ja zwei der Hauptgottheiten hier in Baldur's Gate. Selun und Shah, die Göttin des Lichts, die Göttin der Dunkelheit. Vor allem Shah, die möchte eigentlich wieder zurück zum Urzustand des Universums, versucht halt alles dafür zu tun. Die kann man so als die Böse ansehen, die Göttin des Chaos sozusagen. Und Selun, die versucht halt, Selun versucht halt genau das Gegenteil davon, Licht und Ordnung das Ganze reinzubringen. Jo, also das übliche Yin und Yang sozusagen ein bisschen. Gut und Böse, Licht und Schatten, Montag und Freitag, diese, ne, Gegensätze. Eine böse, das andere gut. Können wir das auch mitnehmen? Komm, wir klauen einfach mal alles. Scheiß drauf. Oh, da ist die Statue mit eingesteckt. Könnte ein bisschen schwer werden. Nee. Das sah jetzt komisch aus. Kommen wir jetzt auch so hier hin? Nee, da müssen wir jumpen. Jetzt erzähl mir nicht, der Zielpunkt ist nicht erreichbar, Junge. Du bist gerade drüber gesprungen. Also die Sprungfunktion finde ich eigentlich fast das Geilste hier im Spiel. Das macht das, gibt den ganz neue Dimensionen hier. So, was haben wir denn hier noch alles? Trank, den können wir mitnehmen. Trank des Sprechens mit Tieren? Den hätten wir eben gebrauchen können. Eine Schriftrolle. Die Kerze. Na gut, die können wir auch gebrauchen. Können wir die mitnehmen? Nee, schade. Da können wir nämlich immer schön Feuerchen machen. Dann kriegen wir jetzt diese Truhe noch auf. Autsch! I need a different approach. Wir haben 15 Erfahrungen bekommen. Beten kann also praktisch sein, hätte vor Jahren damit anfangen sollen. Ach, jetzt ging es auf. Hä? Angriffen, weil wir jetzt diesen Zettel gelesen haben. Okay. Das ist aber ein komischer Mechanismus. Was haben wir da? Ein Selun-Ritus. Eine Silberkette. Na gut, ist das wert. Kann man verkaufen. Ein Blutstein. Ein Idol von Selun. Und ein Mondtropfen-Anhänger. Zuckender Tanz. Was? Wenn der Träger maximal 50% seiner Trefferpunkte hat, provoziert er keine Gelegenheitsangriffe. Okay. Ist natürlich gut für jemanden, der sich zurückziehen will. Was ist das jetzt hier? Dieses Buch beschreibt die uralte Initiationsriten, die ein Engel der Mondgöttin Selun beobachtet hat. Wenn Jugendliche volljährig wurden, setzte man sie allein tief im Wald aus. Dort sollten sie ihr Können in der Navigation und Selbstversorgung beweisen. Okay, da wäre ich nach einem Tag tot gewesen. Sowie ihre Entschlossenheit, den silbernen Glanz der Mondmeint zurückzukehren. Sobald sie zurückgefunden hatten, waren ihre Glauben und ihr Rang als Anhänger der Selun über jeden Zweifel erhaben.
Ich hätte mal gewusst, wie hoch die Rate beim Schwund hier gewesen ist. Ja, okay. Die Nachwuchsprobleme hatten die aber da anscheinend doch nicht. Gut. Blutstein, Idol. Gut, das kann man alles verscherbeln. Gedanken lesen. Drang des Sprechens mit Tieren. Das geben wir mal ihr. Also das mit dem Inventar ist auch ein bisschen kacke hier ins Spiel. Also, so toll das ist, ein paar Sachen finde ich ein bisschen wiederum zu oldschool. Weil da bin ich zum Beispiel bei Pathfinder bessere Sachen gewohnt. Da haben wir ein großes Inventar für alle. Man muss nicht ständig so suchen, wer was hat. Man kann individuell ausrüsten und alles andere wandert in ein gemeinsames Inventar. So, und daraus kann man sich dann bedienen. Und man muss auch in dem Lager nicht immer gucken, wenn man einen ausgeschlossen hat, kommt man an dem sein Inventar ja nicht mehr dran. Dann muss man ihn erst wieder mit in die Gruppe nehmen. Und wenn er gerade einen wichtigen Gegenstand hat, ist das umständlich. Also, das finde ich noch ein bisschen, das Inventar hier, das können wir noch ein bisschen besser machen. Zumindest kann man sortieren hier, aber ich finde das ein bisschen weniger gelungen. Aber gut, deswegen gehen wir denen dann jetzt. Never a dull moment. Wir haben ja schon dieses Medaillon. Da können wir tanzende Lichter mit herbeirufen. Ist das wichtig für uns? Nicht unbedingt, würde ich mal sagen. Geben wir das mal ihm. Sie als Nachkämpferin könnte wahrscheinlich das Ding besser gebrauchen. Geben wir ihm das. Dann kann er tanzende Lichter beschwören. Falls er aber nicht braucht beim Schlösserknacken, kann das ja durchaus hilfreich sein. Und ihr geben wir das hier, weil als Nahkämpferin, wenn sie dann von Gegnern umzingelt ist und will sich zurückziehen und hat noch ja, maximal 50% der Trefferpunkte, hat also schon Schaden bekommen, dann können wir uns zurückziehen, ohne dass die Gegner nochmal sozusagen Bonusangriffe auf uns bekommen. Vielleicht hilft das was. Manche Sachen sind auch immer so, da steht unglaublich viel, ob der das im Ernstfall wirklich dann was bringt. Ja, das muss auch dann erstmal eintreffen. Lederrüstung, da können wir nichts mit anfangen. Das ist eine Plattenrüstung. Was haben wir da gefunden? Kettenpanzer Stufe 16. Der ist natürlich. Was ist denn das? Eine schwere Rüstung. Damit sollte es eigentlich umgehen können. Die ist aber ungeübt mit schweren Rüstungen. Das ist doof. Wieso ist sie da ungeübt? Das macht gar keinen Sinn. Die ist ein Kämpfer. So. Er zeigt das von ihr an. Oder von ihm. Das macht ja auch keinen Sinn. Wenn ich das schon mal vergleiche. Ah. Kettenpanzer geben wir mal ihr. Der würde eher eine höhere Rüstungsklasse bringen. Außerdem haben wir keinen Rüstungsklassenbonus durch Geschicklichkeit. Bei ihr ist es dann auf 2 limitiert. Sie hat einen Nachteil bei Heimlichkeitswürfen, den hat sie aber so oder so. Das Ding wiegt 18. Ist das eigentlich Kilo oder Pfund? Ist auf jeden Fall schwerer. Damit sieht sie gleich ein bisschen anders aus. Ist ein bisschen weniger martialisch, ne? Sieht ein bisschen ungewohnt aus. Hier ohne ihre komische glitzernde Rüstung zu sehen. Dann behalten wir das mal. Es gibt auf jeden Fall nochmal einen zusätzlichen Punkt in der Rüstungsklasse. Ansonsten war das hier alles, ne? Was? Ach, hier ist noch ein Buch. Alter Foliante beschreibt, wie Silun und ihre Schwester Schar entstanden. Die silbernen strahlenden Silun und der dunkel verlockende Schar gänzten einander, brachten eine klare Trennung von hell und dunkel ins Universum. Okay. Kann man alles verkloppen. Vielleicht finden wir irgendwann mal so einen wahnsinnigen Bibliothekar hier. Goldene Truhe leer. Gut. Ich denke mal, dann haben wir hier alles. Und hauen mal ab. Komm ich wieder hoch? Ja, wir sind ja sportlich, oder? Boah, wie ein Äffchen. Okay.
Über Gail, okay. Auch eine Robe lässt sich gut klettern. Achso. Ich dachte, die läuft jetzt einen anderen Weg ausgerechnet auf den Eulenbären zu. Dort hatte ich auch schon mal gehabt. Wenn die KI mit der Wegfindung ein Problem hat, kann dann auch schon mal ganz schön in die Hose gehen. Time to rest. Have to keep going. Ich glaube, den Eulenbären lassen wir in Ruhe. Den will ich mir nicht anlegen. Okay, dann gehen wir mal raus. Wir haben es zumindest überlebt. Wir haben hier eine schöne Schätze gefunden. Interessant. Care to tell me a bit more? An intricate device crafted by Millar, our most gifted artisans. I am sworn to say no more. Ah, Gail ist neugierig. Dieses Zeitdisk klingt faszinierend. Erzähl doch mehr darüber. Es ist ein kompliziertes Gerät, geschaffen von den Millar, unserer begabtesten Künstler. Mehr darf ich nicht sagen. Ja, ob man das überlebt, will sie auch immer noch nicht sagen. Okay. Der ganze Dschungel hier. Da sind wir hier wieder reingeraten. Das ist ein altes Boot mit einem Holzlöffel, okay. Würden auch hier rüber. Der zerklüftete Fels. Hier ist ein Bienenstock, okay. Jetzt mal orientieren, wo wir jetzt hier sind. Hier ist ein Hund. Ach du Scheiße. Ich habe Kratzer gefunden. Okay. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Dachte, er ist noch viel weiter weg. Dann nehmen wir den mal. Weil ich glaube, das brauchen wir jetzt. So, was macht er jetzt hier? Überwacht sein totes Härchen hier, oder was? Rumbig. Knot. Er sieht nicht so gut aus, ne? Keep moving, stranger. Geh weiter, Fremdling. Quietly. Leise. Was ist hier passiert? I told you geh to weg, habe ich gesagt. Wahrnehmung auf sein Halsband schauen. 10. Das könnte man klappen, schaffen. Oh, shit. Ach, komm. So was Dummes. Jetzt haben wir eine perfekte 20 gewürfelt. So ein. You see a name auf dem Lederband steht ein Name. Kratzer. Du heißt Kratzer, oder? Komm her, ist schon gut. You know my name. Du weißt, wie ich heiße? Interessant. Interesting. A predator wouldn't care to learn. Ein Raubtier würde das nicht wissen wollen. Trotzdem musst du gehen. Mein Freund ist verletzt, er braucht Ruhe. He needs rest. Hm. Ruhe, ein Grab braucht er. Ach, hau doch ab. Ich glaube nicht, dass er aufwacht. Was soll ich jetzt sagen? Ja, er sieht nicht wirklich gut aus. Also wenn man 8 Liter Blut verliert, ist die Chance, dass man aufwacht, gering. Of course he natürlich wird er aufwachen. Und dann gehen wir heim. Ein bisschen naiv vielleicht, aber auch irgendwie, naja, ständig. Ist einfach nur ein junger Hund. Was ist genau deinem Freund zugestoßen? Wir wurden angegriffen. Von kichernden, pelzigen Zweibeinern. Und der Geruch war seltsam. Die Verwesung. Böse. Du kennst die Kreaturen, die er beschreibt. Gnolle. Ja. Wir können seine Leiche jetzt anschreien. Was soll das denn bringen? Hey du, du bist tot! Bleib liegen! Komm, du kannst mich begleiten, wenn du willst. No. Nein. I won't leave him. Ich verlasse ihn nicht. Okay. Wir schreien seine Leiche jetzt nicht an. Wenn er nicht aufwacht, dann folgt meiner Fährte. Ich habe ein Lager. If it comes to that, wenn es soweit kommt, vielleicht. Thank you. Danke. Ein treuer Hund halt. Was ist mit Gail jetzt? Ermüdend, nicht wahr? All die Reisen und Abenteuer. Lass uns doch ein wenig rasten. Gönnen wir uns einen Augenblick der Ruhe. Das gibt mir Gelegenheit, mit euch über etwas, nun ja, Wichtiges zu sprechen. Hm. Hm.
Unseresgleichen ist keine Rast, Sir Gunscale. Wir müssen die Welt retten, so ein Quatsch. Was das Richtige ist, also schön spricht. Wir sind schon eine ganze Weile zusammen auf Reisen. Haben Gefahren überlebt, Hindernisse überwunden. Seid ihr so gut wart, mich aus diesem Stein zu befreien, habe ich euch erstaunliche List und Courage zeigen sehen. Wie ihr euch vor einen Armbrust gestellt habt, um einen Mord zu verhindern. Wie ihr Karga zugebracht habt, das Mädchen zu retten. Kurz gesagt, ich vertraue euch. Wir sind mal nett. Wie erfreulich, das zu hören. Ich spreche das aus, weil ich inzwischen genug Vertrauen habe, euch etwas zu sagen, was ich bisher noch keiner lebenden Seele gesagt habe. Nur meiner Katze. Ihr müsst wissen, dass ich krank bin. Dieser Zustand ist anders als der mit unserem Parasiten, aber genauso tödlich. What? Ist das ansteckend? Nein, nein, mitnichten. Nur wenn ich meinen Zustand nicht behandle, werden die Konsequenzen nicht auf mich allein beschränkt. Im Grunde ist es so, ich muss hin und wieder einen mächtigen, magischen Gegenstand in die Finger bekommen und sein Gewebe absorbieren. Ach was. Gute Fünf. Was geschieht, wenn ihr keine Artefakte konsumiert? Also der muss jetzt magische Sachen essen, um das magische Gewebe darin zu absorbieren, um stabil zu bleiben. Mhm. Ich erspare euch die Einzelheiten, doch es beginnt mit simplem biologischem Verfall. Muskelkrämpfe, Orientierungslosigkeit, leichte Ströhnen in den Ohren. Und wenn man nichts unternimmt, eine Katastrophe. Es ist Tage her, dass ich ein Artefakt verschlungen habe, noch vor unserer Entführung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Verlangen zurückkehrt. Darum wende ich mich an euch. Ihr müsst mir helfen, magische Gegenstände zu finden. Es ist überlebenswichtig. Dare I say it? Critical. Oh yeah. Von so einem Zustand habe ich noch nie gehört. Das ist, ja. Oh, er muss irgendwas angestellt haben. Hm. Naja, aber wofür braucht er dann meine Hilfe? Ich meine, ich bin nur eigentlich im Grunde ein Halbling, der ein paar illustre Typen um sich versammelt hat, die mir aus irgendwelchen mir unverständlichen Gründen folgen. Mir ist schleierhaft, warum ihr dabei meine Hilfe braucht. Ihr seid auch bisher ohne mich zurechtgekommen. Ein gutes Argument. Doch bis vor kurzem konnte ich auf die Artefakte zurückgreifen, die ich in meinem Turm in Tiefwasser lagere. Dieser Vorrat ist nun versiegt. Die nackte Realität ist, ein einsamer Magier mit einer chronischen Einschränkung wie der meine ist nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, was die Selbstverteidigung angeht. Die Art von Artefakt, die ich benötige, liegt selten geduldig wartend im Regal eines Händlers. Meist muss man solche Artefakte vorsichtig aus Gräbern voller Fallen stibitzen, um sie den Klauen brutaler Taugenichts entreißen. Es wird gefährlich werden oder teuer. Ich fürchte beides, okay? Oh, shit. Na, Zwerg würde ich vielleicht das sagen hier. Wir sind natürlich ein hilfsbereiter Halbling. Und natürlich auch interessiert daran, was er jetzt da eigentlich so sucht und warum. Wir können aber trotzdem nochmal fragen. Ihr wollt also, dass ich mein Leben für euch riskiere? Eine berechtigte Frage. Wenn nicht aus der Güte eures Herzens, dann ist vielleicht euer Selbsterhaltungstrieb eine ausreichende Motivation. Ein Magier wie ich kann äußerst nützlich sein, wenn man sich den Gefahren dieser Lande stellt. Ich kann weniger gut unterstützen, wenn ich mich kaum aufrecht halten kann. Bitte vertraut mir. Eure Hilfe könnte den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Ich finde, der ist echt geil synchronisiert, muss ich sagen. Also schön, ich helfe euch. Danke. Wie ich sehe, war mein Vertrauen gerechtfertigt.
Wir werden gewiss nicht lange suchen müssen. Feron ist ein wahres Füllhorn an magischen Schätzen. Und unser Gepäck ebenso. Wir haben bereits einen solchen Gegenstand in unserem Besitz, der nur darauf wartet, dass er benötigt wird. Ah, der Tunnel. Ich hoffe, ich kann auf euch zählen. Oh Mann. Okay. Ja, was will er denn jetzt essen? Die Larve? Was haben wir denn als magischen Gegenstand, der was taugt? Die können dann ihre alte Rüstung von der Lazelle gerne haben, aber die schmeckt wahrscheinlich nicht wirklich. Die ist auch nicht magisch. Ich wüsste jetzt gar nicht, was er. Wir haben nicht wirklich. Ich denke mir, das steht dann auch dabei. Geld kann die Magie dieses Gegenstands absorbieren und ihn zerstören. Ah. Das nicht. Interessant. Das ist nicht magisch genug. Mhm. Hm. Also im Grunde haben wir eigentlich nur das hier, unsere magische Waffe hier. Und die Anhänger, sowie die Handschuhe, die er verspeisen könnte, wenn wir ihm das geben. Na, das ist ja großartig. Na, mysteriöse. Warum habe ich das eigentlich? Ist das nicht das Ding von Schattenherz? Oh, wenn die weiß, dass ich das habe, reißt sie mir den Kopf ab. Okay. Etwas regt sich darin. Das ist auch sehr merkwürdig. Seltsame Optik. Okay, also wir können ihnen jetzt sowas geben. Ja. Sag mal, so sinnvoll ist das Ding hier wahrscheinlich auch nicht. Aber schauen wir mal, was wir vielleicht noch finden. Welche magische Unterhose, aber das, nee. Okay, interessant. Ja, wir haben jetzt hier erstmal ein Eulenbärennest gefunden. Was können wir denn hier haben? Mit einem, oh, ein Bärenstrauch. Himbeeren, oh, das ist sehr gut. Die kann man nicht nur als Lagervorrat nehmen, die kann man sofort auch essen. Und, wo sind sie denn jetzt hier? Wer hat die jetzt? Elminster ist nicht around, so might as well. Elminster ist nicht in der Nähe. Wo haben wir die jetzt drin? In den Reisesack oder was? Sehr schön. Weil die heilen nämlich sofort, diese Beeren. Also wenn ihr irgendwo so Himbeeren findet, esst die sofort, falls ihr dann irgendeinen Schaden habt. Weil die können euch heilen. Ohne dass ihr was dafür großartig machen müsst. Ihr müsst sie nur finden. Also das ist eine coole Sache. Eine kleine Hilfe, um Tränke zu sparen, kann man auch sagen. What is it like on the astral plane? Your home realm intrigues me. Githyanki lay their eggs on other planes. They cannot mature in the astral. I will only be welcomed once I obtain a Mind Flayer's head. Okay, sagt Lazelle, wie ist es auf der Astralebene? Eure Heimat fasziniert mich. Er ist sehr neugierig, der Lazelle. Gedanken legen ihre Eier in anderen Ebenen. Auf der Astralebene können sie nicht reifen. Ich bin erst willkommen, wenn ich den Kopf eines Gedankenschinders mitbringe. Ja, niedlich. Tell me, Gale. What is your interest in the astral plane? Time. Or rather, the absence of it. In the astral plane, everything is eternal. It will be my home soon enough. Should Vlakith will it. Hm, sagt Gil, was interessiert euch an der Astralebene? Zeit, oder besser gesagt, das Fehlen von Zeit auf der Astralebene ist alles ewig. Hm. On my way. Okay, aber hier ist leider nicht alles ewig in der Zeit, geht auch schon wieder vorbei. Auf jeden Fall eine interessante Folge, muss ich sagen. Wir sind aus der Höhle rausgekommen, haben leider diese dumme Tour nicht aufmachen können, haben aber den Eulenbären gefunden, der uns nicht zerfleischt hat. Und wir haben Kratzer gefunden.
der immer noch seinen armen toten Hirn bewacht, aber ist natürlich im treuer Hund und er glaubt, dass er wieder aufwacht. Naja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht mit unserer etwas merkwürdigen Truppe hier. Und ich glaube, wir werden vielleicht auch eine Pause machen. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye. Ich schätze, unsere Spaziergänge nicht auch gehen. Sicher. In Silence? In Stille. Ja, ich auch.